Marco trainiert auch jetzt diese Woche eigentlich komplett mit. Hat jetzt soweit keine Rückschläge bekommen in der letzten Zeit. Das heißt, es geht ihm soweit gut. Wenn ein Spieler so lange ausgefallen ist, dann ist er schon ein ganz wichtiger Faktor in der Bewertung, wie es ihm denn geht und dass er dann ein gewichtiges Wort mitzureden hat, wann er sagt, er fühlt sich so, dass er zum Spielen kann. Also er ist monatelang weg und ich weiß, dass er gerne spielen möchte. Er weiß, dass wir ihn auch gern dabei hätten. Also deswegen werden wir eine sinnvolle Entscheidung treffen. Sieht soweit gut aus, das ist das Erfreuliche. Trotzdem wissen Sie, das ist schon eine große Geschichte, eine große Verletzung gewesen und ist ein guter Junge und wir sind überzeugt, dass er das Spiel verändern kann. Aber ich bin jetzt nicht da, dass ich sage, er ist der Heilsbringer für das eine oder andere, das wir nicht optimal gelöst haben und der muss alles für uns korrigieren. Also wir haben einen Kader, wir haben eine Mannschaft, wir haben einzelne Spieler, die jederzeit in der Lage sein sollten, da Verantwortung zu übernehmen und die Mannschaft voranzubringen. Und da gehört er mit seiner Qualität irgendwann auch sicher dazu.